Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone. Ich lasse nur noch einmal Revue passieren, was wir letzte Folge so alles gemacht haben. Und zwar haben wir angefangen, im Solo-Modus zu spielen. Ich sehe gerade, meine Webcam ist ziemlich dämlich platziert und oben. Ich tue sie mal dorthin. Genau. Und haben mit dem Jäger schon ziemlich viel erreicht. Wir haben einmal gewonnen und einmal verloren. Der erste hat ja sofort geliefert. Der hatte Angst vor uns, also klare Sache. Und der zweite, der hat uns am Ende doch niedergekämpft. Nach langem Fight. So, unsere Aufgabe ist jetzt erstmal Stufe 10 zu erreichen und ich denke, da können wir auch das eine Pack aufmachen. Sollte kein Problem sein. Und endlich Platz für neue Aufgaben schaffen. Also, los geht's. Der Gegner wird gesucht. Ja, also ich habe das ja schon letzte Folge angesprochen. Es gibt ja eigentlich keinen würdigen Gegner für uns. Trotzdem glaubt Hearthstone immer einen gefunden zu haben. Bin ich sehr gewagt. Rexa gegen Rexa! Ich entschuldige mich. Lass die Jagd beginnen. Nur zu! Ah, den Kern und den können wir nicht brauchen. Zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe vorletztes Mal sogar schon. Oder was? Als ich alleine gespielt habe, genau. Habe ich das Mal des Jägers dazu gekriegt. Das ist eine der kurzen Karten. Grüße. Weil die kostet nichts und macht eigentlich jemanden wie zum Beispiel so ein Golem relativ schnell unschädlich. Also ich weiß nicht, dass den bestimmt auch manche Leute anders sind. Cool. So, machen wir so eine Standard-Eröffnung. Jetzt bei dem Eber zum Beispiel bringt die natürlich nichts, auch wenn sie nichts kostet. Weil der hat ja nur. Gut. Ob die so viel bringt, ist die Frage. Heute musst du wieder der Prinzessin sein. Ich halte auf jeden Fall mal den Schaden jetzt erstmal. Weil der spielt bestimmt diese komische Elfenbogenschützen gleich. Und zertötet mein Vieh einfach. Bereit zum Ausritt! Nein, viel schlimmer. Aber egal wer es macht. Seine Viecher gehen auch drauf, oder sehe ich so falsch? Nee, sehe ich sogar genau richtig. Übrigens habe ich ein bisschen technisch ausgerüstet. Das Mikro ist besser und ich habe meine Aufgabe sogar eingefügt. Ich hoffe natürlich, ihr mögt das. So. Kämpfe an meiner Seite. Vertrauen aufs Glück. Genau den habe ich gebraucht. Erster Schritt ist getan zum Sieg. Schon mal 4 weniger. Legt euch nicht mit Zahner an! Ich finde ich immer fürchterlich. Oh. Das. Ich lasse die Runde aus. Nee, die hebe ich mal noch auf. Also, das ist so eine Karte fürs Late Game. Definitiv. Die sollte man hier einfach ausmachen, finde ich. Kann man sich gut aufheben und dann, wenn es hart auf hart kommt, dann hat der Gegner verschissen. So, jetzt ist er erstmal unter Zugzwang. Also die besseren Dealer, die habe ich definitiv nicht. Frage ich jetzt einfach. Ich frage mich, ob. Ich würde sagen, wir senden ihm aber Grüße. Grüße. Eine Drohung hinterher. Damit er weiß, was los ist. Gut, verfließt. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Na komm. Ja, das ist natürlich jetzt ein leichter Sieg, ne? Möchtest du gewinnen? Du
gewonnen habe ich ja so oder so. Ich meine, ob der nun jetzt mitspielt. Ach so. Ich war dran. Ja, das ist ja jetzt dumm gelaufen. Das habe ich verpennt. Das tut mir leid. Sorry. Mein Fehler. Und ich frage mich, warum spielt er nicht weiter? Im Nachhinein betrachtet ganz logisch eigentlich. Wenn ich dran bin, kann er nicht weiter spielen. Hat mir gewiss, das kann ich nicht von der Hand weisen. Schaltkleister. Ja, hier zum Beispiel. Ja, das ist ziemlich gut. Angewendet, finde ich. Das Dingo! Ja! Ich behalte meinen kleinen Grummel hier. Mein kleines Grummelchen. Ach, ist er nicht süß. Oh, Kutschi. Oh. Die Tore sind geöffnet. Eigentlich bin ich fast versucht. Und hiermit haben wir in spätestens 3 Runden gewonnen. Wenn er jetzt nicht nur 28 Schaden macht, aber das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Naja, dann such dir mal was aus, mein Hübscher. Ah, das war nicht richtig. Ich lass die Hunde los. Ja, die Hunde meistens, die kann man die Kombination ausspielen, sonst ist das nicht so geil. Oh, eins. Gut gespielt. Was finden wir da? Ja. Ekelhaft. Von nun an benötigt ihr Kartenpackungen, um euer Deck zu verbessern. So, wie versprochen, ein Pack-Opening. Aber erst nach der zweiten Runde. Und ich weiß noch nicht so gut. Also erstmal würde ich noch die neue Karte dazu nehmen. Weil die Karte, die wir gekriegt haben, ist eigentlich auch zu viel. Findet sich bestimmt eine schlechtere in meinem Deck. Was ich vielleicht nochmal machen könnte, wäre irgendwas mit Spot wäre ziemlich cool. Tja. Dann raus. Der Spot ist einfach cool. Ich mag Spot sehr. Muss ich mal so sagen. Man denn da noch drin? Ja, der hat keine Schuss. Dann ja, das ist jetzt gar nicht so. Das war mal so. Ist vielleicht nicht ganz optimal, aber passt erstmal so. Oder? Ja. Wir wollen das ja jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich probiere einfach mal gewertetes für euch. Ich probiere es einfach mal. Wenn es schief geht, mein Fehler. Ja, wir machen das mal. Ich bin jetzt mir sicher, es wird schief gehen, obwohl ich ja schon 1 gewonnen habe. Ich muss aber auch sagen, wie der auf die Rexa kam, gegen Jaina zu spielen, ist mir vollkommen. Lass die Jagd beginnen. Vollkommen unverständlich. Und ich darf natürlich wieder anfangen. Ich möchte nicht anfangen. Wow. Das war's. Also welche Mana-Stufe ich erreichen muss, scheint sehr klar zu sein, oder?
für jeden, der es jetzt noch nicht gecheckt hat. Wort der Stunde lautet 3. Nicht 1, nicht 2, sondern 3. So. Das war's. Ja, Blut und Fraptus hätten eine gute Öffnung zu sein. Ja, da sieht ich ja jetzt noch nicht anschickt, irgendwas zu tun. Machen wir das einfach mal so. Ja, also, was habe ich gesagt? Zauberwort ist 3, ja. Hier hältst du stur dran. Ja, Schnurri, willst du noch was machen? Oder wartest du ab? Du wartest ab. Kämpf an meiner Seite. Das war's. Misha. Wie war das mit dem Farbfilm? Du hast den Farbfilm vergessen. Ich glaube nicht, dass das der war. Was hast du da? Das ist ja eine awkward Karte, alte Falter. Und immer schön noch ein Nachgeben mit der Heldenfähigkeit. Der tut nicht weh, der schadet nichts. Das mache ich einfach so. Ich rieche Blut. Das Dingo! Ja! Kostet 4, ne? Ja. Wenn sie mich jetzt direkt angreift, erwartet sie auf meinem Feld ein kleiner hübscher Bär. Ja, die Münze hat sie auch. Ich habe jetzt. Warte mal. Oh. Ich habe gut gemacht. Indem ich die Karte getan habe, aber. Ich habe mir dann Striche durch die Rechnung gemacht mit dem blöden Feuerball. Ich dachte eigentlich immer, der Feuerball ist eine der schlechtesten Fähigkeiten. Aber manchmal kann der schon ziemlich nerven. Ja. Nehmt das! Was hat ihr das denn jetzt? Kämpf an meiner Seite! Vielleicht mache ich es einfach so. So richtig arschig. Einfach nicht richtig mit dir kämpfen, sondern nur auf sie drauf. Nimm das! Ohne Spaß. Nein, du kannst mich nicht angreifen. Ja, was mache ich nur?
Die Tore sind geöffnet. Ach, du bist doch B. Sein. Ali, brauche sie gar nicht angreifen, nicht dass sie die Falle hat hier, wie hieß die Eiswand oder so. Kriegt sie nämlich noch Rüstung dazu und ich. Diese Runde geht auf. Hey. Ich bin nicht aufgestiegen. Ich dachte, ich krieg. Das ist eine ganz klare Siegesträhne gewesen. Komm, du riechst dich nicht auf. Alles okay. Das Spiel ist nur auf. Leute, Packung öffnen. Packung öffnen ist das Schönste. Die ist nicht der. Toll. Du bist eine normale Karte. Seele des Waldes. Waldemar. Okay. Du bist auch eine ganz normale Karte. Na, fantastisch. Wow. Oh nee. Ich sehe das doch schon, dass da wieder nichts drin ist. Das ist selten. Also. Steht bei allen Gliedern wieder 4 Leben her, na Gott sei Dank. Da. Selten! Zerstäuben. Wow. Wow. Da haben wir wieder nur Morgs gezogen. Na gut. Mit dem Morgs gebe ich ab. Haut rein, bis zum nächsten Mal.